Kammer hat den Angeklagten wegen Steuerhinterziehung in 6 Fällen, versuchter Steuerhinterziehung in 2 Fällen, wegen Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz und wegen Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt. Dem Urteil der Kammer liegen 2 Sachverhalte zugrunde. Es geht einmal um Steuerhinterziehung im Zeitraum von ungefähr 2008 bis 2013. Da soll ein Steuerschaden von einer guten Million Euro dem deutschen Fiskus dadurch entstanden sein, dass der Angeklagte mithilfe einer Firma in der Schweiz erhebliche Einkünfte gegenüber den deutschen Finanzämtern nicht erklärt hat. Im zweiten Komplex geht es darum, dass der Angeklagte als Profiboxer im Jahre 2016 einen Boxkampf durchgeführt hat, bei dem ist er nach den Feststellungen der Kammer mit Stanozolol gedopt gewesen und das ist strafbar seit 2015 nach dem Anti-Doping-Gesetz, das im Dezember des Jahres in Kraft getreten ist. Die Kammer hat den Angeklagten auch wegen Körperverletzung verurteilt, wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Auch das hat mit dem durchgeführten Boxkampf zu tun. Das liegt daran, dass man sich beim Boxkampf zum Boxen verabredet. Damit sind die Körperverletzungen, die naturgemäß bei einem Boxkampf einhergehen, grundsätzlich gerechtfertigt durch die Einwilligung. Die Kammer hat erkannt, dass wenn man regelwidrig gedopt zu einem Boxkampf geht, wovon die Kammer ausgegangen ist, dieser Einwilligung unwirksam ist. Deswegen hat sie den Angeklagten auch wegen Körperverletzung verurteilt. Die Freiheitsstrafe von 3 Jahren ist grundsätzlich eine Strafe, die im offenen Vollzug verbüßt werden könnte. Darüber entscheidet jedoch nicht das Gericht, sondern die Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde.